Hallo liebe Freunde der E-Mobilität, hier ist Markus Meilenschein, Tesla Markus, und ich freue mich heute in eure erwartungsvollen Gesichter zu blicken. Was ist denn heute? Montag, es regnet draußen, mittags, meine Frau ist jetzt gerade weg, sonst hätte ich sie vielleicht auch noch ins Interview dazugeholt, aber sie ist ein bisschen kamerascheu. Aber sie kommt im Video vor, und zwar es geht heute um den Hyundai Kona, und ich will euch einfach mal ein paar kurze Fahrvideos zeigen mit meiner Frau zusammen. Schnallt euch an. Es wird wirklich, wirklich, wirklich schwierig für unsere E-Mobilität, Seelen und Herzen, weil wir werden, nachdem wir den Kona Electric fahren, den Verbrenner nochmal fahren, den Kona Verbrenner. Ja, es ist hart, ich weiß. Was soll ich machen? Ich kann euch ja dann eine Sprungmarke einblenden, dass, wenn ihr das nicht sehen könnt oder wollt, dass ihr einfach weiter springen könnt. Okay? Und dann zeige ich euch einfach mal die Videos jetzt. Ihr seht schon, ich packe hier gerade mein Rucksack für Kanada. Ich bin schon so ein bisschen am Packen, weil nächste Woche bin ich in Kanada, besuche meinen Freund und Geschäftspartner und fahre mit dem Model 3. Ja, und dann nehme ich natürlich euch mit und hoffe, dass ich ein paar schöne Videos machen kann. Jetzt aber erstmal zu meiner Frau und mir, ja, und zu dem Kona. Wir fahren einen dunkelgrauen, und am Ende des Videos, dann komme ich wieder zurück und werde euch erzählen, warum wir keinen Tesla genommen haben und warum auch kein deutsches E-Auto. Viel Spaß dabei. So, guten Morgen, liebe Tesla-Freunde und Freunde der Mobilität. Da bin ich wieder, Tesla-Markus, Markus Meinschein. Willkommen bei diesem Kona-Video mit meiner Frau. Der war jetzt bei uns in der Garage gestanden, der Tiefgarage, und hat heute Nacht vollgeladen. Eine Phase nur, ja, aber war nur bei 80%, also müsste eigentlich voll sein. Und da kommt sie schon, die Testfahrerin heute. Wir haben einen grauen Kona. Da fällt es nicht ganz so auf, diese Plastiksachen hier, diese Plastikapplikation. Ist halt nicht jedermanns Sache, aber im Grauen ist es ganz okay. Also kann man es eigentlich anschauen. Ne? Jetzt geht's erstmal los. Das ist ja wie in meiner Fahrprüfung. Ja. So, Frau Meinschein, Sie sitzen jetzt hier. So. Gut, jetzt geht's los. Auf den D-Schalter drücken. Hast du gemacht. Ich habe das jetzt der Kamera nicht gesagt. Kamera. Du weißt das. Nee, ich geht automatisch. Und wie viel Prozent haben wir? Guck mal, hier zeigt jetzt 389 Kilometer. Wir haben ganz voll getankt. Das kann man hier ganz schnell sehen auf dem Display. 99%. 99%. Wenn du jetzt hier den Schlenker machst und in die Stadt fährst, dann haben wir mal noch eine Autobahnfahrt. Also ich sitze sehr, sehr gemütlich hier. Das ist mir nicht zu eng oder so. Ich bin auch nicht sehr dick. Ich bin eigentlich ein sehr dünn gebauter Mensch. Also ich passe gut rein in den Sitz. So. Also für alle Dünnen unter uns, das passt wunderbar hier. Also das ist für mich keinsterweise eingeengt. Oder mein Fuß ist hier weit weg. Und ich habe hier noch Platz, da könnte noch der Hund reinsitzen. Also alles gut. Also ich habe das Ding gestartet, bin losgefahren, ohne irgendwie nachzudenken. Das hast du gleich drin, die Bedienung. Ja. Ja. Doch, also das habe ich ja auch so empfunden. Man darf es ja gar nicht vergleichen, aber das war so einfach wie damals in der Fiat Uno. Und wie ist an der Hand, zum Beispiel so schnell fahren? Sehr gut, also gar kein unsicheres Gefühl, richtig sicher. Bei mir klappern dann alle schon mit 140, aber der ist sehr stabil, liegt sehr gut auf der Straße. Eigentlich wollte sie mich gar nicht mehr fahren lassen, und wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, und du wolltest noch mal um den Block fahren, gell? Aber ja. Willst du das Auto nicht mehr hergeben? Ja. Ja. Nein, nein, ich möchte es nicht hergeben. Jetzt fahren wir Verbrenner. Okay, Verbrenner. Jetzt ist der Verbrenner dran. Ist erstmal alles echt. Aber das sind die Reinstoffs jetzt, ja, nicht einmal mit Leder an der Seite. Warte mal, da geht jetzt alles auch noch da. Ja, das ist jetzt nicht mehr so viel Luxus. So. Okay. Also man obwohl muss, man das jetzt nichts ausmacht. Also Leute, bitte schlagt uns nicht, aber wir machen das für euch.
Alles für die E-Mobilität. Wir fahren jetzt den Kona Automatik, Benzinautomatik mit 160 rund PS. Es ist alles ein bisschen einfacher, weil es ist die Style-Variante. Es sieht ein bisschen anders aus alles. Es wäre mir natürlich auch noch eine Frage, wenn man den Style nimmt, den Elektro, ob der dann auch ein bisschen billiger wirkt. Weil das ist ja nicht mehr so soft wie das letzte, wo wir gefahren sind. Ja. Alles ein bisschen billiger. Ja. Okay, starte die Maschine. Ah, warte, du brauchst einen Schlüssel. Ja, genau. Und ich muss erst mal wissen, also da ist jetzt nicht mal ein Start, ein Stopp. Nein, du hast so, die neueren eingekommen. Also jetzt, das hier. Zacka. Starte die Maschine. Lenkrad könnte ein bisschen bleiben. Das kannst du machen, ja. Das kannst du hier einstellen. Zieh. Okay. Reicht? Ja. Ah, ja. Checker. Also viel Feder, das ist ja ähnlich wie der Elektro. Die GoPro möchte schon nicht mehr filmen. Kann ich verstehen. Auch nicht schlecht. Sagt nichts mehr. Da kommt so eine Weile. Fahr mal links, fahr mal raus aus der Stadt. Tritt. Also, das ist schon mal, und das ist immerhin ein 160 PS, 160 noch was PS Motor mit Automatik. Das Armaturenbrett ist sehr so mehr so standardmäßig, gell? Und jetzt gib ihm! Ja, es ist erstmal träge. Wird nichts, gell? Nee. Jetzt kommt er. Ja, yeah, wird laut. 60, gut. Ja, wir dürfen den ja nicht so arg drehen. Ja, ist doch kalt. So. Nochmal grauer Verbrenner und ein roter Verbrenner. Also die Farbe könnte es werden. Das ist jetzt ein Verbrenner, aber egal. Farbe kann man sehen. Auf jeden Fall ein Sicherheitsfeature, diese Farbe. Und die passt zu deiner Jacke. Guck mal. Ja, genau diese Farbe wird es. Acid Yellow. Der Händler, wo wir das Auto gefahren haben, hatten, der sagt, also wenn die Farbe bei mir im Verkaufsraum steht, dann wird die ganz toll gekauft. Aber sonst, wenn ich die nicht zeigen kann, kauft die kein Mensch, weil irgendwie haben die Leute da so ein bisschen Angst vor dieser Farbe. Aber meiner Frau hat es gefallen und ihre Jacke passt ja auch ganz toll, also die sie jetzt da anhatte. Ne? Also aus dem Grund, Jacke passt zum Auto, Auto wird so gekauft. Jetzt, wie bin ich zum Auto gekommen oder wie sind wir zu dem Auto gekommen? Erstmal, warum jetzt das so schnell geht. Also wir können den schon im Februar bekommen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir sind vielleicht ein bisschen weg im Februar. Dann im März, also nach Fasching, Karneval. Man sagt Fasching in manchen Regionen, manchen sagt man Karneval, muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist so wie China und China. Also auf jeden Fall, danach werden wir den in Empfang nehmen. Und ich habe das zwei Mitsehern oder Mitstreitern der E-Mobilität zu verdanken. Einmal dem Marcelino GER. Vielen Dank, Marc, dass du mich angerufen hast, und vielen Dank an den Marcel von Clean Electric Podcast, dass er mal kurzfristig meine Telefonnummer dem Marcelino gegeben. Jetzt komme ich noch in Stottern, den Marc gegeben, sagen wir einfach Marc gegeben hat. Marc fährt ja einen Hyundai Ioniq. So. Nochmal vielen Dank. Ja, und dann bin ich in Kontakt getreten mit dem Autohaus Sangerl in Landsberg am Lech. Und da hatte mir der Jürgen gesagt, ja, du kannst, wir haben noch ein paar Konas auf dem Schiff, such dir einen aus. Nee, es war gar nicht so einfach, also zum Glück. Es waren weiße da und rote waren da. Und ich habe gesagt, ach, meine Frau möchte unbedingt eigentlich gerne dieses Acid Yellow. Und da hat er lange suchen müssen. Und dann war genau einer mit Schiebedach sogar, also wir waren extra extrem schwierige Kunden. Einer mit Schiebedach sogar und ja, Premium-Ausstattung hätte nicht unbedingt sein müssen, aber nehmen wir jetzt mit. Und den großen Akku, ja, sind eigentlich echt glücklich damit jetzt, ja. Und
dass er auch so schnell kommt. Wir hätten jetzt den nicht bestellen wollen, jetzt hier bei unserem örtlichen Hyundai-Händler, der uns immer wieder gesagt hat, kann man nicht kriegen, es dauert ein Jahr. Was soll ich jetzt ein E-Auto bestellen und ein Jahr warten, also unterschreiben dafür, wenn ich genau in einem Jahr eventuell ganz andere E-Autos bekommen könnte? Und da sind wir schon bei der einen großen Frage. Warum kein deutsches E-Auto? Ja, weil im Grunde nach einem Jahr hätten wir ja doch darauf hoffen können, dass eventuell VW mit dem Neo rausgekommen ist oder irgendein anderes deutsches Auto. Aber das Problem ist, es ist nichts da. Es ist wirklich nichts da. Wir können den E-Up kaufen, den E-Golf, glaube ich, ist auch lange Lieferzeit, den BMW i3. Ist nochmal eine Nummer kleiner, eine Nummer unpraktischer im Handling. Also der Grund, warum es kein deutsches E-Auto ist, ist eigentlich, ja, es ist fast eine Verzweiflung da, ja, weil wir kein deutsches Auto, E-Auto kriegen oder auch kein europäisches. Gut, die Zoe wäre vielleicht eine Alternative gewesen. Ja, aber meine Frau wollte ein bisschen höher sitzen und ein Mini-SUV, okay, es ist nicht mein Ding. Wobei wir jetzt bei der zweiten Frage wären, warum kein Tesla? Ich habe gedacht, ich kann mich durchsetzen mit dem Model 3, aber ich muss die Segel streichen. Und ich lasse ihr natürlich den Vortritt, ist auch ihr Auto, und ja, gebe auf. Natürlich ist auch Tesla ein bisschen schuld, weil die jetzt nicht das günstigste Modell auf den Markt gebracht haben. Also es hätte nur das funktioniert finanziell. Und deshalb, ich wäre mir ziemlich sicher gewesen, dass ich das Ende des Jahres das Tesla Model 3 bestellen hätte können in der Standard-Range. Aber dann war meine Frau immer noch nicht überzeugt von dem Model 3. Also es hätte ja sein können, dass ich es dann bestelle und sie fährt und sagt dann immer noch, nee, ich will es trotzdem nicht. Was ich nicht geglaubt hätte, aber wer weiß. Ja. Deshalb, wir haben jetzt die Möglichkeit, sehr schnell an den Kona Electric ranzukommen. Mit dieser Vollausstattung und dieser Farbe und diesem Schiebedach. Und alle sind glücklich. Mir gefällt es auch, das Auto, sehr gut. Ich habe das ja auch, wie gesagt, da im Video habe ich das als Verbrenner gesehen. Ja, wir sind ja den Verbrenner auch nochmal gefahren, also es war wirklich, also der größte Unterschied ist dieses Rekuperieren, was meiner Frau aufgefallen ist. Das ist einfach alles easy, man braucht nicht mehr bremsen, das Auto ist leise, das E-Auto heult nicht auf, hat viel mehr Kraft, obwohl das ein 160 PS, sorry, sei nicht PS sage, ich bin halt in der alten Welt, ein 160 PS Auto ist. Nee, also übermotorisiert, ja. Bei der Motorisierung müsste der Kona eigentlich Hinterradantrieb haben, so wie das Tesla Model 3. Das ist auf jeden Fall einiges sportlicher. Aber wir nehmen es jetzt so, wie es ist, und wir freuen uns drauf. Und dann im März sind wir glückliche Kona Elektrikbesitzer. Ja, so schnell kann es gehen. Jetzt ist mein Sohn noch dran, den vom Verbrenner wegzuholen. Das ist auch noch eine schöne Aufgabe. Und jetzt haben wir auch ja, nur noch das Wohnmobil. Und für das Wohnmobil bin ich jetzt diese Woche in Stuttgart auf der CMT. Und da schaue ich mir kurz mal den Iridium an. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das jetzt so eine schnelle Alternative ist. Ich will auch gerne noch das alte Wohnmobil eine Weile fahren. Aber mal gucken, was es da so Neues gibt und in welche Richtung das geht. Ich habe ein Fahrgestell bei meinem Wohnmobil. Das ist ein Alco-Fahrgestell. Und da gibt es mittlerweile auch schon so Hybrid-Bausätze. Also man kann da so Batterien unten ran flanschen und E-Motoren. Dann kann das hybridmäßig unterwegs sein. Ist vielleicht eine Idee. Aber ja, auch noch Zukunftsmusik. Deshalb, jetzt machen wir erstmal den Kona weiter. Natürlich Tesla beobachten wir weit nach wie vor und hoffen natürlich, dass möglichst schnell die günstigen Modelle kommen. Und das wollte ich eigentlich heute gesagt haben mit diesem Video. Also wir sind total begeistert, wir freuen uns drauf und finden es schade und traurig, dass wir keinen deutschen Hersteller hier haben, in der Auswahl gehabt haben, weil es schlicht und ergreifend keine Autos gibt, die in dieser Klasse auf dem Markt sind oder auch in naher Zukunft auf dem Markt sind. Schade. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, abonniert den Kanal, es kommen jetzt dann vielleicht ein paar Kona-Videos, weiß nicht, mal gucken. Und Daumen hoch, Daumen runter, ihr kennt das Spiel, und schreibt fleißig Kommentare. Gefällt euch die Farbe? Hättet ihr eine andere Farbe genommen? Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.